Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Zuschauerfragen zum Thema Alltag im Mittelalter. Ich habe meine Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, mir erstmal ein Thema zu nennen, über das wir reden können. Es gab eine Abstimmung und tatsächlich hat das Thema Alltag mit fast der Hälfte aller Stimmen deutlich gewonnen, auch vor Dingen wie Rüstung und Waffen, das wird später sicherlich auch mal kommen, Ernährung, alle anderen Themen waren weit abgeschlagen. Und in einer zweiten Umfrage habe ich um Fragen gebeten und ich habe unfassbar viele bekommen. Ich habe jetzt so gute 5 Seiten davon rausgesucht und werde mir Mühe geben, so viele wie möglich davon zu beantworten. Habe sie in ein paar Oberthemen aufgeteilt. Erstmal kommen die allgemeinen Fragen. Wir haben so Fragen zur Bildung, Kriminalfragen, ganz großen Bereich, Tagesablauf, Hygiene, Freizeit, also ganz viele Gebiete. Und zuerst kommt von Lars Wunderbare Welt der Geschichte eine so eine Art Metafrage, die gibt einen sehr schönen Eingang. Mich würde interessieren, über welche Textquellen eine Alltagsgeschichte des Mittelalters hergeleitet werden kann. Archäologische Quellen leuchten mir ja ein, aber soweit ich die mir im Studium vorgestellten Quelleneditionen kenne, ist das alles Geschichte großer Männer. Ja, da muss ich schon mal widersprechen. Also mittlerweile gibt es eine ganze Menge Geschichte, so im klassischen Bereich der Geschichtswissenschaften, die weit, weit weg sind von der Geschichte der großen Männer. Das fängt schon relativ früh an. Also es gibt in Frankreich die Annalgeschichte, die Annalschule, Entschuldigung, die hat schon in den 20er Jahren im Prinzip angefangen, sich der Geschichte der kleinen Leute zu nähern. Und wir haben dann eben auch Schlagworte wie die Mentalitätsgeschichte. Im Bereich der Wirtschaftsgeschichte gibt es viel. Und es gibt eine ganze Menge Quellengattungen, die uns da helfen. Korrespondenz zwischen Menschen, Abgabelisten, fängt schon im Frühmittelalter an. Das Prümmer-Urbar war etwas, womit ich mich mal in einer Aufgabe beschäftigt habe. Das ist eben so die Abgabenlisten eines Klosters. Nachlässe sagen uns da sehr, sehr viel. Aber auch Literatur, also fiktive Literatur dieser Zeit, gibt uns einen Einblick. Und wenn wir diese ganzen Quellen zusammennehmen, dann finden wir durchaus auch in den Schriftquellen vieles. Archäologische Quellen helfen natürlich sehr, wobei wir gerade im Bereich des Mittelalters mit den Quellengattungen, die sich sehr gut ergänzen, das ist anders als zum Beispiel in der Frühgeschichte, wo wir nur die archäologischen Quellen oft gar keine Schriftquellen haben. Da muss man sich teilweise wirklich auf eine Quellengattung verlassen. Wir haben wirklich nebeneinander Quellengattungen, die wir gut vergleichen können. Und für mich natürlich, für meine Arbeit eine ganz wichtige Quellengattung sind die Bildquellen. Bildquellen aus dem Spätmittelalter zeigen sehr viel. Es gibt auch unwahrscheinlich viele von, man unterschätzt regelmäßig, wie viele Bildquellen wir da haben. Und aus diesen drei Quellengattungen zusammen, Schriftquellen, archäologischen Quellen und Bildquellen, wenn man es genau nehmen will, dann gibt es noch so eine Besonderheit der archäologischen Quellen. Wir haben nämlich einfach erhaltene Dinge, die in Museen zum Beispiel oder in Sammlungen erhalten sind und gar nie in den Bereich der Archäologie gekommen sind, also nicht irgendwo ausgegraben werden mussten. Sie waren einfach nie weg. Die würde ich jetzt auch schon noch zu den archäologischen Quellen im Prinzip zählen, weil es ist die Sachkultur, es sind Sachquellen, die wir da verwenden können. Aus denen zusammen kriegen wir durchaus ein Bild dieser Zeit. Man muss natürlich diese Quellen sehr kritisch betrachten und auch den Inhalt entschlüsseln geradezu, aber wir haben da schon so viele von diesen Quellen, dass wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild in vielen Bereichen haben. Und dann gibt es wieder Bereiche, in denen wir haben wir einfach keine Ahnung, weil die Quellen es leider komplett auslassen. Caroline Linden, auch eine Patronin von mir auf Patreon, mich würden mal die Verwandtschaftsbeziehungen oder Bezeichnungen interessieren. Die weichen ja von den modernen ab. Wird da nicht sogar unterschieden, ob es sich um Verwandte mütterlicherseits oder väterlicherseits handelt? Das Frühmittelalter klammere ich jetzt mal aus. Da gibt es noch ganz viel also aus den alten Stammesstrukturen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kann das überhaupt nicht vernünftig beantworten. Aber im Hoch- und Spätmittelalter und auch in der Neuzeit gibt es da tatsächlich eine Besonderheit. Natürlich gibt es so Onkel, Tante, ist uns bekannt, aber es gibt noch den Oheim und die Muhme. Das sind Onkel und Tante mütterlicherseits. Die spielen oft eine sehr wichtige Rolle. Also es ist so, wenn irgendwie, so wie später ein Partneronkel oder so, dass man erwartet quasi vom Oheim, dass er sich um seine Verwandtschaft kümmert, wenn andere es nicht können. Also dieser Mutterbruder und diese Mutterschwester haben tatsächlich eine gewisse Sonderrolle. Ist auch relativ komplex, aber diese Bezeichnungen Oheim und Muhme sind eben sehr, sehr
lange üblich. Und generell ist halt auch so, die Familie, wie wir sie uns vorstellen, als Kleinverband, der entsteht überhaupt erst. Man könnte sogar sagen, der ist eher neuzeitlich. Stimmt nicht ganz, aber entwickelt sich mit der Zeit. Vorher sind halt andere Dinge wichtig. Die Großfamilie, die Sippe eventuell. Und in der Gesellschaftsstruktur gibt es eben auch die Familia. Also das Familie, wie wir es heute bezeichnen, und die Familia sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Familia ist im Prinzip die Gemeinschaft, die einem Haushalt angehört. Ein Haushalt kann eben auch der Grundherr sein. Und bei einem Grundherrn, klassisch im Villikationssystem, der hat so seinen Fronhof, auf dem er mit seinen, den er bewirtschaftet, und die Bauern arbeiten ihm zu, dann ist das gesamte Dorf seine Familia. Alle seine Unfreien sind seine Familie, alle seine Hörigen sind seine Familie und teilweise auch seine Freien sind seine Familie. Und diesen Gedanken haben wir zum Beispiel in den Städten später immer noch. Wenn wir einen Haushalt haben, die Mägde, Knechte, Diener, Lehrlinge, die gehören alle zur Familie dazu. Das ist alles ein Verband. Und auch wenn er keine Blutsverwandtschaft ist, ist es auf jeden Fall eine rechtlich bindende Verwandtschaft. Da sind Abhängigkeitsverhältnisse und auch Pflichtverhältnisse drinnen geregelt. Die fröhliche Duschwanne. Welche Berufe in der Stadt hatten hohes Ansehen und welche Berufe hatten das Schlechteste? Da ist das große Schlagwort die ehrlichen und die unehrlichen Berufe. Das meint nicht, dass ein unehrlicher Beruf unehrlich im Sinne davon ist, dass jemand übers Ohr hauen möchte. Dass er betrügerisch sei, das ist damit nicht gemeint. Es gibt so ein paar klassische Handwerksberufe, die galten als unehrlich. Das ist noch teilweise überraschender dabei. Also Müller sind unehrlich. Liegt auch daran, dass sie gewisse Pflichten nicht erfüllen können, weil sie eine Residenzpflicht in der oder eine Anwesenheitspflicht in der Mühle hatten. Deswegen durften sie zum Beispiel an der Verteidigung nicht teilnehmen und das hat sie schon unehrlich gemacht. Schäfer, Gerber, Leinweber, Töpfer, Bader und Barbiere waren alle unehrlich, auch wenn es da Unterschiede gibt. Also wir haben Regionen, wo wir zum Beispiel eine Badergilde haben, dann waren es, oder eine Baderzunft, dann waren das zünftige Handwerker, die galten wieder als ehrlich. Und in anderen Städten gelten genau dieselben Berufe eben nicht als ehrlich. Der Wundarzt ist ja zum Beispiel, der ist oft ehrlich, während der einfache Bader unehrlich ist, aber da gibt es alle möglichen Varianten von Abgrenzung. Also da sieht man schon, es ist keine sehr trennungsscharfe Einteilung. Dann gibt es die anrüchigen Arbeiten, die ebenfalls unehrlich sind. Der Totengräber, Gassenkehrer, Gerichtsdiener interessanterweise, obwohl sie der Obrigkeit dienen, gelten Gerichtsdiener oft als unehrlich. Abdecker, aber vor allem der Scharfrichter, der ist so ein ganz prominentes Beispiel. Das ist auch in der Neuzeit noch so, also auch im 16. Jahrhundert. Die müssen in einem bestimmten Haus wohnen. Ganz berühmt ist es im Wirtshaus, einen eigenen Tisch haben. Dazu müssen erstmal Wirtshäuser in der klassischen Variante überhaupt existieren. Aber das ist so ganz üblich, dass die nicht bei anderen sitzen dürfen. Und später haben wir nochmal einen Scharfrichter als Beispiel, dass die sich teilweise auch bemüht haben, wieder ihren Stand als ehrliche Menschen zu bekommen. Und natürlich Randgruppen und fahrendes Volk, die gelten auch allesamt als unehrlich. Dann haben wir Spielleute, Musikanten, Schausteller, Kesselflicker, Quacksalber, hatten wir jetzt beim Wundarzt ja schon mal drüber gesprochen, Scherenschleifer, Prostituierte natürlich, Gebrandmarkte, Geächtete, Hausierer, sind alle unehrlich. Juden, unehrlich. Und Bettler, ebenfalls unehrlich, klar. Das ist natürlich, inwiefern das sie in ihre gesellschaftlichen Stand sieht, das stark schädigt, das ist immer eine große Frage. Also wir haben eben auch Beispiele für Bader, die hohes Ansehen genossen haben. Ja, die auch, wir hatten gerade Beispiele, da sind sie zum Stadtarzt geworden. Da ist die Frage, ist das jetzt eine rechtliche Herabwürdigung oder ist es wirklich im Alltag auch eine starke Herabwürdigung? Das ist schwer zu beantworten. Angesehen waren natürlich die zünftigen Handwerker, klar. Und da gibt es auch unterschiedliche Zünften, da kommt gleich noch eine Frage dazu. Händler, also nicht im Sinne von Krämer, das hat man damals abgegrenzt. Der Krämer ist der Kleinhändler, der Händler ist der Große, der Handelsherr. Das war natürlich die Spitze der Gewerbetreibenden. Und darüber kamen eben die, die wohlhabend genug waren, kein Gewerbe mehr zu treiben. Also die Geschlechter, die Patrizier, die Adligen. Das ist so eine Grenze, die haben wir sogar seit der Antike. Also die Vorstellung der Antike eines armen Menschen, das sind die, die es nötig haben zu arbeiten, um zu überleben. Das sind arme Menschen. Wer wohlhabend ist, der muss gar nicht mehr arbeiten. Und das haben wir in Städten im Spätmittelalter wieder so. Die haben natürlich das allerhöchste Ansehen. Und von Max R. kommt dann noch die Frage, was war der bestbezahlte Beruf, zum Beispiel im Handwerk, und musste man für die Ausbildung zahlen?
generell ja, man musste für die Ausbildung zahlen. Also Lehrgeld ist ja immer noch ein bekannter Begriff. Die Meister, die ausgebildet haben, haben dafür tatsächlich Geld genommen. Nicht so wahnsinnig viel, aber es war üblich. Und beim bestbezahlten Beruf habe ich so eine kleine Liste vor Jahren schon mal gemacht, die habe ich hier rausgesucht. Das sind so Jahreslöhne in Gulden und da fangen wir unten an beim Lehrling eines Schieferdachdeckers, der bekommt 12 Gulden im Jahr. Ein Straßenarbeiter, also der Straßen ausbessert, 28 Gulden im Jahr. Der Opperknecht, das ist ein Handlanger im Baugewerbe, der bekommt nur 18 Gulden. Ein Arbeiter auf dem Weinberg bekommt 14 Gulden, wobei der Verpflegung noch dazu kommt. Dann gibt es hier Ofenbauer, 37 Gulden. Ein Dachdecker, der mit Stroh deckt, 37 Gulden. Ein Dachdecker, der mit Schiefer deckt, 41 Gulden. Genauso viel bekommt ein Maurer. Und ganz oben ist dann der Zimmermann mit 46 Gulden. Und bei den klassischen Handwerkern ist der Zimmermann eben oft weit oben in der Liste oder eben der Maurer. Und darüber kommen dann die Kunsthandwerker. Also hier sind wir überhaupt im Bereich, wo wir Löhne feststellen können. Bei vielen selbstständigen Meistern können wir das ja gar nicht feststellen. Da kriegen wir keine Lohnlisten. Hier haben wir Lohnlisten. Und natürlich sind Kunsthandwerker doch noch, da nochmal drüber gestellt. Also ein Kunsthandwerker ist ein sehr angesehener Beruf. Dann haben wir den ganzen großen, weiten Bereich der Kleriker und der Studierten. Die sind natürlich hoch angesehen. Und alles, was im Rat einer Stadt sitzt, was Ratsherren sind, sind natürlich auch sehr angesehene Personen. Aber hier eben an den Löhnen konnte man das ganz gut festmachen. Hallo, Sabina Müller. Hallo, mich würde interessieren, ob und in welcher Form es Sehhilfen, Brille, Lupen, Linsen gab und wie sich der einfache Bürger geholfen hat. Ja, da haben wir hier zum Beispiel eine sehr einfache Lösung. Das ist ein Lesestein. Das ist mein Lesestein auf einem meiner Bücher. Das ist aus einem Kristall aus Beryl. Wobei, es ist eigentlich Bergkristall. Was wir heute als Beryllium bezeichnen und was im Mittelalter als Beryl bezeichnet wurde, ist nicht das gleiche. Bei allen reden wir wirklich von einem modernen wissenschaftlichen Begriff. Das andere ist so eine Art Oberbegriff. Kristalle wurden gerne als Beryl bezeichnet. Und der bricht das Licht. Hier sieht man sehr schön, wie er vergrößert. Wenn man da nicht so schräg drauf guckt von oben, dann verzerrt er auch nicht ganz so. Es gab auch geschliffene Lesesteine, die diese Verzerrung noch weniger hatten. Und er sammelt dazu Licht. Also wenn eine schwache Lichtquelle ist, dann hat man tatsächlich in diesem Beryl auch einen helleren Fleck, mit dem man arbeiten kann. Das hilft durchaus. Und Beryl sind wir schon sehr nah dran. Der Plural Berylle. Das ist das Wort, wo unsere Brille herkommt. Und hier habe ich zum Beispiel, ist noch nicht mit Gläsern versehen. Ich habe hier mein Brillenfutteral. Darin ist so eine einfache Brille. Kann ich mir im Prinzip festklemmen. Und diese Brillen sind noch keine Brillen zum Dauern tragen. Also auch wenn man so Lösungen hat mit irgendwelchen Bändern zu festbinden, das ist eigentlich nicht mittelalterlich. Im Mittelalter haben wir eigentlich nur Brillen zum Vorhalten oder Festklemmen. Also man sieht auch so, die Ideal ist ja eigentlich zum Vorhalten. Man kann sie festklemmen, aber es ist ja nicht mehr ganz perfekt. Und eben, es fehlen noch die Gläser, die kommen noch rein. Das sind im Prinzip alles Lesebrillen. Auch der Schliff der Gläser ist noch gar nicht auf weitere Distanzen optimiert. Der ist wirklich dazu da, um etwas zu lesen. Und abseits vom Lesen haben die Leute einfach keine Brille getragen. Also wir brauchen tatsächlich auch heutzutage Brillen hauptsächlich eben zum Lesen. Das ist so die Distanz, die oft ausgeglichen wird. Und auch Leute, die stark vielsichtig sind, können sich natürlich so im Bereich des Alltagslebens besser orientieren als beim Lesen, da merkt man es sofort. Die Leute konnten natürlich nicht alles ausgleichen und solche Lesesteine und Brillen waren selten und wer wirklich stark fehlsichtig war, der hatte damals einfach eine starke Behinderung, er hat schlecht gesehen. Da ist dann irgendwann auch der Übergang zum Blind erreicht, aber tatsächlich gibt es auch keine Lösung. Wer so etwas hatte, also so eine Brille, war zum Lesen da. Es gab quasi keine Möglichkeit der Korrektur im Alltag. Wir kennen keine Menschen, die mit Brille durch die Stadt gelaufen sind. Das gab es einfach nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Leute damit gelebt haben, aber offensichtlich den Quellen nach haben sie damit gelebt, denn uns fehlen eben die Belege für solche Sehhilfen im Alltag. Wir kennen sie tatsächlich nur aus dem Bereich des Lesens. Dann ist die Frage,
wie verbreitet das Pilgern war. Wie groß war der Anteil der Gesellschaft, die gepilgert sind? Aus welchen Gruppen haben sich Pilger rekrutiert? Konnte jeder einfach losgehen oder war es ein Privileg? Es war kein Privileg, das irgendwie festgelegt war. Aber es war insofern ein Privileg, man musste sich leisten können, seinen Arbeitsplatz, sein Heim, seine Familie so lange verlassen zu können, dass man die Zeit hat zu pilgern. Das schränkt die großen Pilgerreisen für die allermeisten Leute ein. Ein Mensch, der auf dem Land gelebt hat, der im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet hat, ich vermeide das Wort Bauer, der kann sich nur schwer leisten, seinen Hof zu verlassen, wenn er es überhaupt durfte, wenn er nicht sowieso ein Höriger ist und das Land gar nicht unerlaubt verlassen darf. Wenn solche Leute gepilgert sind, dann sind sie im Nahbereich gepilgert. Dann sind sie zum nächsten Kloster, wenn da etwas war, zu einem nahegelegenen Pilgerort, die gab es auch. Das war das Maximum dessen, was sie gekriegt haben. Oder eben auf ein Kirchenfest in erreichbarer Nähe. Die prestigeträchtigeren Pilgerfahrten. Die drei wichtigsten natürlich Rom, Santiago de Compostela und Jerusalem. Das war wirklich denen vorbehalten, die es leisten konnten. Also Jerusalem ist ja, ist man ein Jahr unterwegs und es kostet Unmengen Geld. Rom, das geht in manchen Jahren schon besser, quasi auf Almosen hinwandern, das kann man machen, aber man braucht eben die Möglichkeit, sich dieses Entferntsein von seinem Lebensumwelt überhaupt leisten zu können. Insofern, ja, es war ein Privileg. Trotzdem haben wir enorme Zahlen. Einsiedeln in der Schweiz hat in einem einzigen Jahr 250.000 Pilgerabzeichen herausgegeben. Und in den großen Jubeljahren in Rom, also zu bestimmten, da kommt das Wort Jubiläum her, an bestimmten Jahren, zum Beispiel 100er Jahre, gab es einen besonderen Sündenerlass. Und dann sind dort Unmassen Menschen hingepilgert. Also wirklich massenhaft. Und Pilgerbewegungen konnten wirklich Massenhysterien gleichkommen. Das ist ja die Frage, was haben die Leute dann auf sich genommen, um zu so einem Ort zu kommen? Haben sie dann eventuell ihre Existenz riskiert und sind trotzdem unterwegs gewesen? Haben irgendwelche Verwandten gehabt, die diesen Hof für sie weiterführen können? Das ist dann die nächste Frage, inwiefern es das gab. Aber ja, es gibt dort zumindest insofern ein Privileg, man muss es sich leisten können. Spielte das Kühlen von Lebensmitteln eine Rolle für die kurz- und mittelfristige Lagerung über Tage und Wochen? Ja, da haben wir zwei Varianten. Einmal haben wir Erdkeller. Wir haben kalte Keller oder unterirdische Räume eben, in denen Dinge gelagert werden können. Das ist eine Art von Kühlung. Jetzt nicht so Kühlschrank, wie wir das kennen, also nicht mit Eisblöcken. Das ist schon sehr, sehr selten, wenn wir es überhaupt haben. Da kann ich natürlich Dinge lagern. Und ein anderes Beispiel, das haben wir hier aus dem Wolfberger Hausbuch, sehen wir auch relativ häufig, ist Kühlung von Getränken in Wasser. Das kann sowohl ein Bächlein sein, da kann ich quellen, oder immer wieder so ein Wasserbottich, in den die Kannen gestellt werden. Das ist auch eine Art von aktive Kühlung. Generell muss man aber sagen, dass die Lebensmittelhaltung nicht wie heute auf Kühlung basierte, sondern eher auf Haltbarmachung. Also Kühlung, man hat es genutzt im kleinen Rahmen, aber nicht wirklich zur dauerhaften oder langfristigen Haltbarmachung. Da hat man eben Dinge eingelegt, sauer eingelegt, süß eingelegt, gedörrt, geräuchert und was es alles an Möglichkeiten gibt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Da hat Kühlung nur bedingt eine Rolle gespielt. Anonymer Nutzer. Gibt es Quellen zum Thema Übergewicht im Mittelalter? Wie gut oder schlecht waren die meisten Menschen genährt? Kann man in Prozent einschätzen, wie viele damals übergewichtig oder untergewichtig waren? Ich kann den Normalfall erstmal nennen. Der Normalfall ist tatsächlich, die Menschen waren relativ dürr für unsere Verhältnisse. Hier ist ein Bild aus einer Fechthandschrift, dem Talofer aus Kopenhagen. Da ist ein nackter Mann zu sehen. Und was ich daran immer lustig finde, ich bilde mir ein, dass man da das Schnürmal seines Wamses sieht, wo er sich einschnürt. Aber ansonsten ist es halt so ein ziemlich drahtiger Mensch. Und ich vergleiche das gerne mal so mit Menschen in Südostasien, so bis vor 20, 30 Jahren, mittlerweile ändert sich es da auch. Also Thailand, Vietnam, die Gegend, das ist so das Klischeebild, die Leute sind dünn und drahtig. Das ist nicht nur ein Klischeebild, das hängt auch mit der Ernährung zusammen. Wie ernähren sich die Menschen? Und die haben also gerade große Mengen Reis oder so, das ist eben eine Diät, die auf den Körper einen Einfluss hat, auch die Menge an Gemüse, die gegessen wird, die Menge an Fleisch ist da entscheidend, wie viele oder wie wenig. Und im Mittelalter haben wir zumindest im Großteil der Bevölkerung, nämlich dem nichtstädtischen Teil, eine relativ vergleichbare Ernährung. Also jetzt nicht nur mit Südostasien, sondern auch zwischen den Menschen vergleichbar. Und
eine ähnliche Ernährung bringt eben auch einen relativ ähnlichen Körperbau. Und wir finden auf den Bildern im Spindelalter auch sehr oft Menschen, also gar nicht große Muskelberge, sondern eher drahtig, eher zäh. Und so Leute können hochleistungsfähig sein. Also das ist nicht so, dass die schwach sind oder sowas, weil die Gliedmaßen jetzt dünner ist. Da muss man ganz stark aufpassen. Und die Norm ist eben dieser drahtige Körperbau. Das ändert sich in der Neuzeit sehr schnell. Im 15. Jahrhundert, da ändern sich viele Dinge auch an der Ernährung. Und dann ändert sich auch der Körperbau. Da, also auch so in der Mode, in der Kunst werden andere Körper gezeigt. Beeinflusst sich auch immer gegenseitig. Also wenn wir in die Nachkriegszeit bei uns schauen, direkt nach dem Krieg haben wir ein anderes Schönheitsideal als in den 60ern, wo auf einmal geradezu ja, fast Fettleibe, könnte man sagen, das Ideal wird. Sowas spielt immer sehr, sehr rein. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Und da habe ich hier zum Beispiel einen, weil wir gerade beim Fechtbuch waren, wir haben hier einen Fechtmeister, Paulus Karl. Und der ist ein schönes Beispiel dafür, der hat eine ordentliche Plauze. Das finden wir eben auch. Auch im Hausbuch gibt es eine Abbildung mit jemandem, der durchaus wohl bleibt ist. Das finden wir immer wieder. Ist auch oft so durchaus ein Attribut fürs Alter. Also wer älter wird und nicht mehr hartkörperlich arbeitet, der setzt eben auch an. Aber das ist tatsächlich nicht die Regel. Wenn wir mal so nach Bildquellen gehen, dann ist das 1, vielleicht 2% der Leute, wenn überhaupt. Natürlich kann man jetzt argumentieren, Bildquellen zeigen natürlich auch Stereotype und das Stereotyp oder das auch Ideal ist eben der schlanke, auch feingliedrige Mensch. Muss man immer in die Rechnung einnehmen, aber wir haben eben Bilder von sehr fettleibigen Menschen. Wie es jetzt mit sehr Unterernährten ist, wir haben nachher mal ein Beispiel davon, aber das ist natürlich schwer zu sagen, wenn das Ideal sowieso schon so ein dürrer Körperbau ist, dann ist ganz schwer zu sagen, wo fängt die Unterernährung oder das Untergewicht an. Tue ich mich sehr, sehr schwer. Aber wir haben eben auch Beispiele für Übergewichtige, aber ich behaupte mal, dass die Regel tatsächlich relativ nah an diesem Ideal ist, was wir zum Beispiel auch im Bereich sehen an Rüstungen. Wir haben, ich wüsste nicht, dass es eine Rüstung aus dem Mittelalter gibt, die einem fettleibigen Menschen passen würde. Im 16. Jahrhundert ändert sich das sehr, sehr stark. Da haben wir sofort welche. Heinrich der Achte, der fängt mit einer schmalen Rüstung an und es geht immer mehr. Da finden wir dann tatsächlich auch, weil sich das Ideal eben ändert, immer mehr Leute, die mehr auf dem Rippen haben. Aber ich glaube auch so als Beispiel auch die Beinröhren. Ich passe in keine einzige mittelalterliche Beinröhre. Ich habe viel zu große oder viel zu großen Beinumfang. Das waren Reiter. Also ich fahre viel Fahrrad, die sind geritten und ich kann mich auch neben Arne Kutz stellen und unsere Oberschenkel vergleichen. Deine sind halb so dick wie meine. Doppelt so leistungsfähig, gar keine Frage, aber rein vom Umfang her kleiner als meine. Und den Effekt haben wir eben da auch. Der Podcast. Wie wurden Verträge geschlossen? Nur per Handschlag oder beim Verlagswesen zum Beispiel auch schriftlich? Und wer war bei Vertragsstreitigkeiten zuständig? Sowohl als auch. Das kann ich übrigens bei ganz vielen Dingen sagen. Ich kann bei fast allen Dingen antworten, es kommt darauf an. Es gab natürlich schriftliche Verträge. Genug, haben sie auch genug erhalten. Bei nicht schriftlichen Verträgen sind Zeugen ganz wichtig. Also die sind nicht weniger wert, aber man braucht eben Zeugen. Zeugen spielt sowieso eine ganz wichtige Rolle im mittelalterlichen Justizwesen. Aber dann sind sie im Prinzip genauso bindend. Bei Streitigkeiten kann man sich an Gerichte wenden. Es gibt genug Gerichte. Da kommt dann aber wieder dazu, man ist ja nicht als Einzelperson, man gehört ja irgendeinem Machtverbund an, man hat irgendeinen Herren. Deswegen sage ich immer, es gibt sowas wie Freiheit im Mittelalter, ist kaum bekannt und eigentlich auch nicht erwünscht. Diese Machtstruktur, zu der man gehört, die schaltet sich dann ein. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Bürger zweier verschiedener Städte miteinander einen Streit haben, dann schalten sich die Städte üblicherweise ein und verhandeln. Das kann vorteilhaft sein, es kann auch nachteilhaft sein, aber die versuchen einen in Schutz zu nehmen und versuchen die Interessen durchzusetzen, wenn es für sie auch interessant ist. Und gerade bei Vertragsstreitigkeiten sind so Städte ganz, ganz wichtig. Ich hatte mal zum Beispiel einen Fall eines in Frankfurt, war nur den Bürgern der Stadt Frankfurt erlaubt mit Wein zu handeln und ein jüdischer Bewohner Frankfurts hat Wein gehandelt und es wollte die Stadt Frankfurt dann rückgängig machen, auch um dieses Recht entsprechend zu zementieren. Und der Händler, der den Wein gekauft hat, stammte aus Straßburg. Da haben die beiden Städte miteinander verhandelt, haben dann noch die Stadt Mainz als Schiedsrichter reingeholt und die hat dann am Ende einen Urteilsspruch gefällt, der möglichst ausgleichend sein sollte. Also im Prinzip wurde der Stadt Frankfurt Recht gegeben, dass dieser jüdische Bewohner kein Bürger sei. Dummerweise haben die Frankfurter in einem anderen Fall ein Jahr vorher genau diesen Bewohner als
Bürger verteidigt, weil es darum ihre Interessen ging. Und dann hat Mainz im Gurteil, ja, wenn ich letztes Jahr gesagt habe, dann müsst ihr euch jetzt auch dran halten, Edge. Das ist so ein Beispiel, wie eben so ein Streit abläuft. Inkarnator. War es möglich, als Frau alleinstehend zu sein, eine Wohnung, ein eigenes Haus zu haben und zu arbeiten, auf eigene Faust zu leben? An sich nein. Man hatte mehrere Möglichkeiten, nämlich als Witwe, dann ging das, auch wenn die sich oft in einen Witwenstift zurückgezogen haben. Als Nonne kann man tatsächlich ein vergleichsweise eigenständiges Leben oder eben Begine, wie eine Begine ist oder ähnlich wie eine Nonne, nur eben nicht in einem Kloster, sondern in einem Beginenhaus. Und das ist auch das, was das Beginenwesen attraktiv gemacht hat für Töchter aus Bürgerfamilien. Da konnte man tatsächlich zwar in einer Gemeinschaft und auch religiös ein vergleichsweise eigenständiges Leben führen. Und die Beginenhöfe in den Niederlanden zum Beispiel waren irrsinnig groß. Wer mal, also Niederlande ist jetzt ein historischer Begriff, nicht die heutigen, sondern die historischen. Also Belgien ist da, oder Flandern ist genauso ein Teil dieser Niederlande. Wer zum Beispiel mal die Beginhöfe zum Beispiel in Löwen sich anschaut oder eben in Brügge, die sind gigantisch groß, riesengroß, und eine wohlhabende Frau konnte dort ein sehr selbstständiges Leben führen. Wenn man das nicht wollte, dann war man eben wieder heiraten, Kinder kriegen. Das war einfach der Stand der Zeit. S.X. Was hat der Bürgerliche grundsätzlich am Mann? Gürtel, Taschen, Trinkhorn eher nicht. Erstmal gar nichts. Die allermeisten Bilder zeigen uns nichts am Gürtel. Also es gibt natürlich Gürtel, Taschen, klar, massive Funde und Abbildung, aber wenn wir uns wirklich die Bilder anschauen der Leute, dann sind wir da auch wieder im niedrigen Prozentbereich von Leuten, die irgendwas am Gürtel tragen. Wenn dann oft einen kleinen Geldbeutel, wirklich ganz klein mit ein paar Münzen drin, die hängen dann so am Gürtel. Wenn doch etwas am Gürtel zu sehen ist, in den Prozenten, dann haben wir es sehr oft mit der Tasche zu tun. Also ich habe hier meine Gürteltasche und meinen Dolch. Das ist so, für einen Bürgerlichen wäre das angemessen. Dolch natürlich auch als Zeichen des Standes. Wenn man keinen Dolch hat, dann kann das genauso gut eine Bauernwehr oder ein Messer sein. Das ist die praktischere Variante, das zeigt, hat nicht einen ganz so hohen Status. Was wir auch noch oft am Gürtel finden, ist so ein Schlüsselbund. Das ist mein Schlüsselbund. Und Halter kann ich am Gürtel einhaken, da sind alle meine Schlüssel dran. Finden wir auch bei der Darstellung von Frauen. Das ist quasi so, sie ist die Hausfrau, sie hat die Schlüsselgewalt. Das sehen wir häufiger. Und was wir ebenfalls ab und an sehen, was auf gelehrten Statushinweis ist, so ein Schreibfutteral mit Tintenfass und Mäppchen quasi, in dem die Feder ist. Das finden wir auch auf etlichen Abbildungen am Gürtel hängend. Kann am Ende ganz viel sein, was so an einem Gürtel hängt oder in den Taschen drin ist. In meiner Tasche, wenn ich jetzt überlege, was da gerade drin ist, mein Siegel ist drin, ein Kamm, ein Essmesser, ein Löffel, Briefe sind drin, ein bisschen Geld, ein Heiligenbildchen. Das sind so Sachen, die man in der Tasche finden würde. Kommen wir zum Bereich der Kriminalistik. Anatol, auch ein Patron auf Patreon. Gab es eigentlich so etwas Ähnliches wie Polizei oder Strafverfolgung? Was passierte bei einem Verbrechen? Der Täter ist unbekannt und eigentlich wäre eine Ermittlung vonnöten gewesen. Alantra ist awesome, schreibt auch, mich würde auch das Thema Sicherheit interessieren, wenn es keine Polizei gab, wie wurden dann Kriminelle überführt, Morde aufgeklärt, wo konnte man Strafanzeigen stellen, wer hat für die Sicherheit in den Städten gesorgt, wer hat sie bezahlt. Sehr breites Thema. So eine Polizei, wie wir das kennen oder auch wir aus der Fantasy kennen, so eine Stadtwache, die gibt es tatsächlich nicht. Wir haben zwar Bewaffnete, wir haben auch Dauerbewaffnete, also es gibt so Ratsdiener, es gibt auch Pförtner, aber es ist eben nicht die klassische Stadtwache. Wenn man eine Anzeige hat, dann ist man direkt zum nächsthöheren Herrn gegangen. Im Fall einer Stadt an den Rat, im Fall einer Bischofsstadt auch eben an den Bischof oder seinen Verwalter, da gibt es ganz verschiedene Varianten, und hat dort eine Anzeige gestellt. Also Anzeige heißt ja nicht anders als ich bringe eine Tat zur Anzeige, ich informiere darüber, und genau das hat man getan. Morde aufgeklärt, ist ganz schwierig. Ich nehme als Beispiel eine wirklich unschöne Geschichte, die Geschichte von Simon von Trient. Trient in Italien hat sowohl eine deutschsprachige Minderheit als auch eine jüdische Minderheit und war eben eine Bischofsstadt. Ein Bischof hat dort residiert, war auch Fürstbischof, war also tatsächlich der Herr der Stadt. Und dieser Knabe Simon von Trient ist verschwunden,
sein Vater, eben ein deutschsprachiger Bewohner Triens, hat das zur Anzeige gebracht. Es wurden dann auch, weil schon Gerüchte aufkommen über Ritualmorde durch die Juden, wurden auch jüdische Häuser durchsucht und dann haben tatsächlich jüdische Bewohner Triens den Leichnam gefunden und haben direkt die Obrigkeit informiert. Dummerweise war das Urteil quasi gefällt, ein Ritualmord der Juden. Dann ist das passiert, was in so einem Fall eben passiert. Der Leibarzt des Bischofs, normalerweise nimmt die Stadt eben einen Wundarzt oder einen Stadtarzt, den haben sie ja, und beauftragt ihn damit, die Leiche zu untersuchen. Und das Problem war hier, dass dieser Leibarzt, das, was der erstellt hat, war im Prinzip keine Aussage, das war schon ein Urteil. Der hat gesagt, es sind Spuren eines Ritualmordes. Er hat alle Verwundungen erklärt als Teile eines Ritualmordes und daraufhin sind im Prinzip diese jüdischen Bewohner Triens verhaftet worden, wurden alle miteinander gefoltert und man hat ihnen Geständnisse abgezwungen. Interessanter ist daran, dass der Vatikan gar nicht so begeistert davon war, denn der wollte nichts mit solchen jüdischen Verschwörungstheorien zu tun haben. Der stand zu der Zeit auf dem Standpunkt, dass die jeder Grundlage entbehren, denn die Aussagen waren, die Juden wollen da ein christliches Blut, um dann ihre zum einen Metzen zu backen und zum anderen ihre Rituale zu machen und vor allem ihren Gestank zu überdecken. Also ganz schlimme Aussagen. Und der Vatikan hat tatsächlich ja, Inquisitor war es eben nicht, aber hat eben einen Ermittler geschickt, der aber nicht tätig werden konnte. Das hat der Bischof von Trient sehr effektiv unterbunden. Zeugen, die mit ihm arbeiten wollten, wurden bedroht. Sogar einer seiner Diener wurde getötet bei dem Ganzen. Er musste in einer anderen Stadt Quartier nehmen, hat da versucht, Zeugenaussagen zu machen, hat auch gesagt, da ist gar nicht viel dran. Und es war in der Zeit schon sehr umstritten, dieser Prozess. Er hat dann damit geendet, dass ein Großteil der Beschuldigten, ich glaube insgesamt waren es 14, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, hingerichtet wurden. Ein paar wenige konnten zum Christentum konvertieren und wurden gehängt. Alle anderen wurden verbrannt. Die Frauen der Familien wurden auch verurteilt, dann sind sie aber zum Christentum konvertiert und wurden später freigelassen. Also eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Das Schlimmste ist von dieser Simon von Trient wird heute als Märtyrer immer noch verehrt. Ihm wurden Wunder zugeschrieben und es ist einfach 500 Jahre antisemitischer Humbug. Aber in dieser ganzen Geschichte sehen wir eben sehr, sehr gut, wie so eine Untersuchung abgelaufen ist. Und ein Teil davon war eben auch die Barprobe. Hatte ich schon mal gezeigt im anderen Video. Hier haben wir aus einer Schweizer Chronik einen Beschuldigten, der geschoren und nackt zum aufgebahrten Leichnam des Opfers geführt wird. Genau dasselbe ist auch bei Simon von Trient passiert. Und genau wie auf diesem Bild haben auch dort, als diese jüdischen Bewohner zu ihm geführt wurden, zwei der Wunden wieder angefangen zu bluten. Das war so das Zeichen für die Leute, das sind wir beim Thema Gottesurteil und auch beim Thema Aberglauben. Damit wurden Täter überführt. Was soll man sagen? Wichtig ist da auch schon wieder Zeugen. Gibt es Zeugen? Wenn nicht, gibt es Leumundszeugen. Also das ist wieder die Frage, ist für uns haarsträubend. Aber tatsächlich ist man Teil einer Gesellschaft, ist man ein geschätzter Teil einer Gesellschaft, ist man deutlich besser geschützt, weil man Leumundszeugen hat, haben wir die für einen Aussagen. Gerade im Thema einer Randgruppe wie den Juden haben die nicht. Funktioniert da nicht, hat nicht funktioniert. Generell ist es aber eben das, was passiert. Man sieht diesen Hang zur Wahrheitsfindung, der ist schon da. Es werden Maßnahmen ergriffen, wie eben ein Wundarzt wird hinzugezogen und ähnliches oder eben auch Ermittler ernannt. Der Vatikan hat einen Ermittler ernannt, der Rat einer Stadt kann einen Ermittler ernennen, zum Beispiel aus den eigenen Reihen. Ein angesehener Ratsherr wird zum Ermittler eingesetzt. So etwas finden wir eben. Ob dann am Ende die Wahrheit rauskommt, das steht tatsächlich immer noch auf dem anderen Blatt und das dauert aber auch sehr, sehr lange. Da darf man nicht vergessen, die Kriminalistik, dass die mit wirklich Beweisen arbeiten kann. Oh, es dauert ganz schön lange. Also überlegt mal, wann Fingerabdrücke und ähnliche Dinge aufkommen. Und heute sind wir natürlich, heute haben wir so fast schon so den Fetisch, dass man jedes Verbrechen aufklären kann. Wir haben so die CSI-Idee, man kann für alles Dinge finden. Und jeder Jurist rauft sich da die Haare, weil das sind wir wieder bei ganz anderen Dingen. Auch so die Psychologie eines Zeugen ist ganz, ganz komplex. Zeugenaussagen sind nicht so deutlich, wie man denken sollte. Rolea Goldfisch fragt, wie stand man zur Todesstrafe? Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Da will ich jetzt mal aus dem Mittelalter raus. Da gibt es ein Beispiel, nämlich den Meister Franz Schmidt. Das war der Henker von Nürnberg und zwar zwischen 1578 und 1617. Und der ist für diese Frage ein ganz guter Zeuge, denn zum einen überschätzt man gerne, wie viele Hinrichtungen es gab. Dieser Franz Schmidt hat in 39 Dienstjahren
genau 361 Hinrichtungen und 345 Leibstrafen verhängt. Also weniger als 10 im Jahr. Und da reden wir von Nürnberg. Nürnberg hat fast 50.000 Einwohner. Nehmen wir die Zahl und rechnen zum Beispiel auf Frankfurt um. Dann haben wir pro Kopf, angenommen es ist vergleichbar, 2 Hinrichtungen im Jahr und 2 Leibstrafen im Jahr. Mehr nicht. Und ich wohne hier in Münzenberg, wir haben auch einen Galgen. Ich glaube nicht, dass der auch nur annähernd jährlich genutzt wurde. Also das sind wir, glaube ich, in 10 Jahresschritten oder sowas. Also man überschätzt einfach wahnsinnig die Menge an Hinrichtungen. Dann werden Hinrichtungen eben nicht, wie man es oft hat und wie man es auch später hat, irgendwie auf dem Marktplatz Podest errichtet und zur Freude aller Beteiligten der Menschen hingerichtet. Die Quellen sagen was völlig anderes. Diese Quellen zeigen uns Hinrichtungsstätten vor der Stadt, quasi immer. Dann ist auch, wie die Hinrichtungen vorgenommen wurden. Also dieser Franz Schmidt muss überhaupt nur 2-mal eine Verbrennung durchführen. Und zwar einmal jemand, der wegen Homosexualität hingerichtet wird. Das sind wir in der frühen Neuzeit, da wird das deutlich härter bestraft als im Mittelalter. Und einmal wegen Falschmünzerei. Und Falschmünzerei ist, es verbrennt tatsächlich die traditionelle Hinrichtungsart. Rädern sehr, sehr selten. Auch weil es eine furchtbar grausame Strafe ist. Interessant wird es dann aber beim Ertränken. Ertränken ist zum Beispiel bei Kindsmord, ist Ertränken die Strafe. Und die muss er fast gar nicht durchführen, denn dieser Franz Schmidt, dieser Scharfrichter, hat zusammen mit einigen Geistlichen dafür gesorgt, dass die Stadt fast alle Fälle von Ertränken in Hinrichten durchs Schwert umwandelt. Also eine viel schnellere Hinrichtungsart. Und dieser Franz Schmidt, der ist auch nur so halb freiwillig Henker geworden, denn sein Vater wurde zum Henker bestimmt, ganz ohne eigenes Zutun. Da hat die Stadt gesagt, du bist jetzt Henker. Das gab es, vor allem in der Neuzeit eben. Und er hat den Beruf quasi geerbt. Der hat sich den nicht ausgesucht. Und er hat auch immer versucht, ihn loszuwerden. Er hat sich zum einen im medizinischen Bereich war er tätig, also als Wundarzt quasi, durch seine anatomischen Kenntnisse. Und er hat beim Kaiser er wirkt, dass er wieder ehrlich gesprochen wird. Er ist aus dem Beruf rausgekommen, wurde wieder ehrlich gesprochen und durfte ein ehrliches Handwerk, in dem Fall eben Wundarzt, durchführen. Da haben wir ein schönes Beispiel. Er hat versucht, grausame Strafen abzumildern. Anderes Beispiel ist auch, wenn ein Henker nicht sauber gearbeitet hat, dann konnte es für ihn echt lebensgefährlich werden. Der Volkszorn, also der Henker konnte da zum Tode verurteilt werden, weil er schlecht gearbeitet hat. Das gab es. Wir kennen auch Berichte von Mitleid und Entsetzen bei Hinrichtungen. Da muss man einfach immer davon ausgehen, wir reden von vergleichsweise kleinen sozialen Gruppen. 10.000 Menschen sind keine so riesige Gruppe. Jeder der Zuschauer kennt den Täter, der da hingerichtet wird. Jeder. Ob er ihn jetzt mag oder nicht, das hängt wieder von der Konstellation ab. Aber da werden keine anonymen Menschen hingerichtet. Anders als heutzutage. Heutzutage, ja, der wird in den USA auf einen elektrischen Stuhl gesetzt. Den kenne ich nur als Medienfigur. Und Medienfiguren, da sind Emotionen ganz schwierig. Ich kenne ihn nicht wirklich. Also das zeigt schon so die Ambivalenz des Ganzen. Also bestimmt gab es Leute, die fanden es ganz großartig, eine Hinrichtung zu sehen. Ich meine, heute gucken sich auch Leute die merkwürdigen Dinge an. Aber den Menschen pauschal vorzuwerfen, die sind alle am Wochenende begeistert hingegangen, haben gesehen, wie ein Mensch aufs Rad geflochten wurde, kann ich so nicht nachvollziehen. Und das sind wir auch wieder bei der Ehrlichkeit. Das ist ganz spannend. Es muss ja jemanden geben, der zum Beispiel einen gemauerten Galgen baut oder instand setzt, oder zum Beispiel musste irgendein Wagner das Rad, auf dem ja geredet wurde, liefern. Die haben sich geweigert, das haben sie nicht getan. Es gibt da schöne Formulierungen bei Zünften, den Mitgliedern wird verboten, so etwas zu tun, es sei denn, die gesamte Zunft wird gezwungen. Und das wurde dann eben gemacht. Also es war nicht wirklich Zwang, aber es war der Ausweg. Anstatt dass ein Maurer den Galgen mauert und sich damit im Bereich der unehrlichen Handwerker bringt, weil er etwas Anrüchiges quasi tut, macht es die gesamte Zunft gemeinsam auf Befehl der Stadt. Der Befehl ist dann auch möglichst, ihr macht sonst. Und die Zunft macht es gemeinsam und danach lassen sie sich wieder ehrlich sprechen, lassen sich wieder reinigen, auch tatsächlich im religiösen Sinne reinigen und damit ist gut. Das ist auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man der Unehrlichkeit entgeht als ehrlicher Handwerker. Blutgates fragt, Räuberbanden, wie gefährlich waren sie? Waren einfache Menschen ausreichend bewaffnet, um sie zu verteidigen? Wurden Waffen generell immer getragen, mal abgesehen von dem Dolch zum Essen? Kleiner Einwurf, der Dolch wird zum Essen nicht genutzt. Zum Essen haben wir kleinere Essmesser. Kam es im Alltag oft zu Waffengewalt? Wenn ja, wie wurden solche Vorfälle in der Stadt und auf dem Land gehandhabt? Die klassische Idee der Räuberbande, das sind wir weit in der Neuzeit, das sind wir tatsächlich im 18. Jahrhundert, da haben wir so ein Räuberunwesen. Das heißt nicht so, dass es im Mittelalter nicht gab, aber im Mittelalter haben wir eher die Fäden, in denen auch Adlige überfallen.
erstmal, wir reden von einer Gesellschaft unter Waffen. Jeder hat Waffen. Also ich hatte eben schon diese Bauernwehr. Sowas haben wahnsinnig viele Leute am Gürtel. Und es gibt hier auch von Dürer die drei Bauern. Das sind wir auch wieder in der frühen Neuzeit. Aber das sind einfache Bauern. Der eine hat einen Korb mit Eiern unterm Arm, aber sie sind bewaffnet. Der eine hat ein Schwert, der andere hat eine Bauernwehr. Das ist zum Teil auch eine Satire auf Bauern, die eben über ihrem Stand gekleidet sind. Also das Bild ist sehr vielschichtig. Der Stadtbürger Dürer macht sich ja auch ein bisschen lustig über die Bauern aus dem Umland, die in die Stadt kommen und einen auf Städter machen wollen. Aber man sieht ihre Kleidung zum Teil auch an, dass sie altmodisch ist. Und, aber die Gesellschaft ist bewaffnet. Also die Idee, ich habe eine Waffe, ich überfalle jetzt jemanden, ich könnte mit Gegenwehr rechnen. Und ich habe keine Pistolen oder sowas. Ich habe nichts, was unbedingt mit einem Fingerdruck irgendwie jemanden, auch einen Bogen gespannt zu halten, ist eine Idee, das ist nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich also überfallen will, dann muss ich eine größere Gruppe haben. Gleichzeitig habe ich eine Reaktion. Ich habe Schutzmächte, die gegen mich arbeiten. Also wenn ich einen Bürger einer Stadt überfalle, dann wird diese Stadt tätig werden und sie muss das, denn sonst wird sie sich den Unmut ihrer Bürger zuziehen. Also ich steche da immer in schwierige Konstellationen. Als Adliger innerhalb einer Fehde sieht das anders aus. Die Fehde ist tatsächlich ein rechtlicher Rahmen für solche Streitigkeiten und da gibt es natürlich auch Raum. Vor allen Dingen gibt es auch Geiselnahme. Jemanden gefangen zu nehmen und für ein Lösegeld zu erpressen ist nicht nur üblich, es ist unter Rittern geradezu so etwas wie ein festgelegtes Ritual. Also es gehört dazu, ich töte meinen Gegner, ich nehme ihn gefangen, erpresse ein Lösegeld, das haben wir viel, viel häufiger. Es kam oft zur Waffengewalt. Immerhin, wo wir uns heute prügeln würden, haben die ein Messer am Gürtel. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Messer eingesetzt werden. Und die Reaktion ist darauf, dass die Gesellschaft eingreifen muss. Wir haben keine Polizei. Nehmen wir die Wirtshausschlägerei, eine Weinschenke und es bricht eine Schlägerei aus. Erstmal muss ist eine Pflicht des Wirtes, dass er für Ordnung sorgt. Der Wirt und seine Knechte sorgen für Ordnung. Also da kommt dann nicht die Stadtwache rein, sondern die Knechte des Wirts holen sich einen festen Knüppel oder ihre Bauernwehr und gehen da rein. Aber auch jeder Bürger, der das sieht, muss sofort eingreifen. Das ist Teil seiner Bürgerpflichten. Tut er das nicht, droht ihm Verbannung. Er muss eingreifen. Ob er es tut, klar, können wir nicht sagen, aber das Recht sagt, er muss eingreifen, er muss diesen Streit schlichten, er muss dafür sorgen, dass er nicht eskaliert. Aber ja, wir müssen einfach davon ausgehen, wo mehr Waffen sind, wo mehr Messer sind, da wird auch schneller mal ein Messer benutzt. Ulrich von schreibt im Prinzip auch, gab es eine bewaffnete Bevölkerung oder war das nur bestimmten Personen erlaubt? Ein Großteil der Bevölkerung war bewaffnet. Es gibt ein paar Ausnahmen. Unfreie haben oft nicht das Recht, Waffen zu tragen, aber das ist eben dann die Frage. So ein Messer, ist das eine Waffe? Eigentlich nicht, denn es ist kein Dolch. Ein Schwert und ein langes Messer sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Ein Haumesser, da gibt es auch verschiedene Varianten. Wir haben eine Menge Dinge, die als Waffe taugen, die im Alltag verwendet werden können. Und wir finden tatsächlich auf Bildern auch im Hausbereich. Also wenn wir so, das sehen wir einen Einbruch. Das typische Bild in einem mittelalterlichen Buch ist, da sitzt dann der Mann in seinem Bett und hat einen Knüppel in der Hand. Vertreibt sie mit einem Knüppel, nicht mit einem Schwert. Denn wenn er sie tötet, dann hat er wieder Probleme, obwohl es sein eigenes Haus ist, da kann er schon viel. Aber solche Knüppel im Alltag, nicht im Kampf, da haben die längst keine, also in der Schlacht, im Krieg haben die längst keine Rolle mehr gespielt, aber im Haus scheint es so etwas tatsächlich zu geben, dass Leute auch mit Knüppeln gekämpft haben. Hat man darauf gehört oder interessiert es einfach niemanden, da es nicht kontrolliert werden konnte, also ob sie Waffen haben? Doch, das wurde tatsächlich kontrolliert. Also zum Beispiel in Städten gab es eine Maximallänge. Wir wissen heute nicht mehr, wie diese Länge ist. Da hing zum Beispiel am Rathaus ein stumpfes Messer an einer Kette und da konnte ich mein eigenes Messer dran halten und konnte gucken, ist das zu lang oder hat es eine erlaubte Länge? Hat es die erlaubte Länge, darf ich es in der Stadt tragen? Wenn nicht, dann muss es zu Hause bleiben. Im Haus hatten diese Bürger Waffen, viele Waffen, denn es war ihre Bürgerpflicht, die Stadt zu verteidigen. Die mussten aber zu Hause bleiben. Passiert jetzt aber etwas, auch da wieder die Idee, wir haben ja keine Stadtwache, die Leute machen Mist und niemand kann sie aufhalten. Nee, dann wird gemeldet, ein Türmer oder ein Pförtner oder irgendeiner der Wachleute auf der Mauer kriegt mit, da passiert etwas, die Sturmglocke geht und dann eilen die Bürger zu ihren Waffen, versammeln sich auf den Plätzen nach Zünften oder ähnlichem geordnet und dann haben wir eine Stadt unter Waffen. Dann haben wir nicht eine kleine Stadtwache, dann haben wir eine Stadt unter Waffen, die verteidigungsbereit ist. Und wir haben zum Beispiel bei einem Beispiel einer Kaiserkrönung in Frankfurt, ich glaube, es war sogar nur eine Wahl, Krönung ist ein Jahr später, eine Kaiserwahl, da standen 400 bewaffnete Frankfurter im Hof des Rathauses bereit, falls es Probleme geben sollte. 400! Also, da hätte eine Schlacht stattgefunden. Nicht nur irgendwie ein paar gelangweilte Kerle mit Helm und Hellebarde, 400 Bewaffnete stehen da bereit. Also da muss man ja einfach sehen, wenn wirklich Ärger in einer Stadt passiert, dann ist die ruckzuck bis an die Zähne bewaffnet.
Dorf sieht natürlich anders aus, aber auch bei Dörfern haben wir so etwas. Wir haben, ich habe ja mal vor langer Zeit einen Film gemacht mit Mathis Herzer über die über Söldnerwesen und über Bewaffnete, und da haben wir Listen über Dörfer gehabt. Also Dörfer, die deren Bewohner frei waren, die auch eine Wehrpflicht hatten. Das ist auch da wieder schwer unterschiedlich im Mittelalter. Und da haben wir alles mögliche an Waffen gefunden. Armbrüste, Spieße, lange Messer, sogar Schwerter. Eine helle Bade hatten wir dabei. Paar Wesen, also auch die waren richtig bewaffnet. Und je nachdem, welches Dorf das ist, können wir auch da eine größere Anzahl Bewaffnete vermuten. Wie geübt die im Umgang damit sind, das ist schon wieder ein großer Unterschied. Da können wir an den kleinen Handwerker kommen, der muss seinen Spieß zu Hause haben, weil er eben ein Bürger ist, der kann damit aber gar nicht umgehen. Und daneben steht der Fallenhauer, der nach jedem Feierabend auf den Fechtboden läuft, weil er begeisterter Fechter ist und hat 20 Jahre Erfahrung als Fechter. Dann haben wir halt so richtig daneben gegriffen. Also auch da ist die Bandbreite ganz, ganz enorm. Kommen wir zum Tagesablauf. Taurus, wie viel machte die Arbeitszeit an einem normalen Tag aus? Ich nehme an, es wurde vom Aufstehen bis zum Schlafengehen gearbeitet, aber dazwischen gab es sicherlich viele Pausen, in denen man vielleicht getratscht oder vielleicht einfach nur da gesessen ist. Gibt es dazu Forschungsarbeiten, die versuchen, die tatsächliche Arbeitszeit zu errechnen, und wie viele Feiertage gab es im Jahr? Wurde da gar nichts gemacht oder war das doch nicht so streng? Große Frage. Aber ja, an einem normalen Arbeitstag kann man im Prinzip sagen, die Arbeitszeit ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Je nach Jahreszeit unterschiedlich, aber so dass wie einen festen Feierabend gibt es selten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also der Freitagnachmittag war teilweise verkürzt. Das finden wir, dass da Handwerker, tatsächlich wie bis heute, kenne ich aus meiner Lehre noch, nicht gearbeitet haben. Aber so der normale Geselle in einem Handwerksbetrieb, das fängt eben morgens an und geht bis abends weiter. Aber nicht so durchgehend für heute. Es ist nicht die Idee, man sticht ein und sticht ab und dazwischen ist Arbeitszeit, sondern wenn man eine Erledigung zu machen hat, dann macht man sie eben in dieser Zeit. Das ist deutlich freier. Auch Essen, Trinken, teilweise auch im Haus des Meisters, das gehört da alles dazu. Und ja, man hat natürlich auch getratscht, man hat verschiedene Arbeiten gemacht. Es gibt anstrengende und weniger anstrengende Arbeiten. Genauso ist es auch auf dem Land. Landarbeit besteht nicht die ganze Zeit aus Pflügen und Ernten. Dazwischen gibt es noch ganz viele andere Arbeiten, die unterschiedlich anstrengend sind. Und die Feiertage kommen eben rein. Es gibt zwar eigentlich nur, wir reden von einer 6-Tage-Woche. Samstag ist ein Arbeitstag. Aber wir haben jede Menge Feiertage, die dazu führen, dass die Leute im Mittelalter tatsächlich ähnlich viele freie Tage hatten wie wir heute. Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben heute noch ein paar mehr immerhin, aber es ist ganz ähnlich. Und dann ist die Frage, was war erlaubt an einem Feiertag? Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt eben hohe Feiertage, an denen ist quasi gar nichts erlaubt. Gewerke durfte man nicht ausführen, aber auch da muss man eben wieder sehen, zum Beispiel für eine Frau, die im Haushalt arbeitet, eine Hausfrau, die klassische, für die bedeutet ein Feiertag eben nicht ein freier Tag. Im Gegenteil. Also die Vorstellung, ja, die Familie, es ist Weihnachten, die ganze Familie arbeitet nicht, bis auf die Frau, die das Essen für alle anderen macht. Also so die klassische Hausfrau in der patriarchalischen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, für die ist das kein Feiertag, vor allem kein freier Tag. Überhaupt nicht. Und das ist ganz ähnlich. Auch Knechte, Mägde müssen an dem Tag arbeiten. Es wird immer noch sauber gemacht, es muss immer noch Feuer nachgelegt werden und so weiter. Die ganzen Bediensteten sind nicht arbeitsfrei an dem Tag. Auch Knechte und Lehrlinge sind nicht vollkommen arbeitsfrei. Sie arbeiten eben nicht im Gewerk, aber sie sind immer noch Teil einer Familie, hatten wir vorhin, und müssen Dinge tun. Tatsächlich der vielleicht sagen kann, er ist ziemlich arbeitsfrei, das ist das Familienoberhaupt. Der kann das vielleicht sagen. Und der nutzt das eben auch für Dinge. Der muss an diesem Tag auch sich um Zunftdinge kümmern. Der trifft sich mit Leuten, um eben Beziehungen zu pflegen, Kunden, Kollegen und so weiter. Also platt gesagt, er muss vielleicht auch mal beim Stammtisch vorbeigucken, um seine Kontakte zu pflegen. Es ist nicht so scharf abgrenzbar. Sie haben nicht 8 Stunden Arbeitszeit, aber man darf im Umkehrschluss auch nicht sehen, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Und da, wo es wirklich hartkörperlich ist, bei Bauhelfern und so, da finden wir auch tatsächlich Beschränkungen, wie viel der arbeiten muss. Aber nur weil diese Arbeit vorbei ist, heißt es ja nicht, dass er gar nichts mehr tun muss. Auch da ist er mit seinen privaten Arbeiten und Ähnlichem beschäftigt. Untrue Lie, mich würde interessieren, wie die Menschen ihren Tagesablauf zeitlich organisierten, beziehungsweise nach welcher zeitlichen Einteilung sie sich, wenn überhaupt, richteten. Generell war es wahrscheinlich der Sonnenlauf bzw. Stand, aber es gab es dann noch andere Möglichkeiten. Ja, da haben wir eine ganze Menge andere Möglichkeiten.
Ich meine, sehr einfach, Sonnenstand kann man auch über eine Sonnenuhr ablesen. Ja, Sonnenuhren sind ziemlich einfach zu machen. Wir haben aber auch schon im Hochmittelalter die ersten Wasseruhren, zum Beispiel an Höfen, ist natürlich technisch aufwendiger, aber auch da haben wir bereits Beispiele für Uhren. Aber schon im 14. Jahrhundert, so ab 1300, tauchen bei uns die ersten mechanischen Uhren auf. Wir haben hier, das ist auch 15. Jahrhundert, eine Wanduhr mit Gewichten, also sehr, sehr einfache Konstruktion. Das Gewicht läuft ab. In der Uhr ist eine Hemmung, die das Ganze daran hindert, schnell abzulaufen. Es läuft also langsam ab und durch diese Hemmung wird eben dann der Takt erreicht, der den Zeiger bewegt. Also wir reden da oft von einer Einzeigeruhr am Anfang, da haben wir noch keinen Sekundenzeiger, noch keine Trennung zwischen Minuten- und Stundenzeiger. Einzeigeruhren waren am Anfang ganz üblich, aber da haben wir eben eine mechanische Uhr. Und zur selben Zeit, also frühestens ab 1300, tauchen eben auch die ersten Turmuhren auf. Wir haben in großen Städten oft schon eine Turmuhr. Und selbst wenn die Uhr noch nicht da ist, wir haben Türme, die zur jeweiligen Stunde oder auch den anderen Einheiten die Uhr schlagen. Also irgendeine Art von Zeitmessung, die dann über die die Glocken der Türme und die Glocken der Kirchen verbreitet wurden. Und das taktet die Zeit schon. Da gibt es auch Berichte, dass in der Zeit eben sich Dinge verändern. Das ist ja auch so mitten in der Urbanisierung quasi, in der die Städte wachsen, dass dadurch ein anderes Zeitgefühl entsteht und Leute sich auch gestresst fühlen. Wir haben wirklich Berichte davon, dass Leute gestresst sind von diesem modernen Arbeitsalltag, der durch die Uhren so stark getaktet ist. Also wir haben schon Möglichkeiten zur Zeitmessung. Und anschließend dazu von Super Flash Freak noch die Frage, woher wussten Sie, welcher Tag eigentlich ist? Und das ist ziemlich einfach, denn da haben wir Kalender. Ich habe hier aus Nürnberg mal wieder den Codex Türstab und da haben wir so ein schönes Beispiel für einen Kalender drin. Das ist wieder so ein aus dem Bereich der Hausbücher, das Wissen, das so eine Familie braucht. Und hier vorne ist ein Kalender, das sind die Heiligennamen zum Beispiel drin. Denn der kirchliche Kalender mit seinen Heiligen, der war ja ganz, ganz wichtig und daran hat sich auch die Zeitmessung orientiert. Leute haben, das gibt es zwar auch, Leute sagen im Prinzip nicht, heute ist der 17. Mai, sondern sie verweisen auf den nächsten hohen Feiertag. Also St. Martin ist zum Beispiel ein Feiertag, der ist uns ein Begriff. Und die Menschen hätten damals gesagt, drei Tage vor St. Martin oder der Dienstag vor St. Martin, das wäre eine Einteilung gewesen, die man im Alltag benutzt hätte. Und so hat dieser Heiligenkalender, der auch eben durch die Kirche ins Bewusstsein gerufen wurde, der hat eben dafür gesorgt, dass Leute sehr genau wissen, welcher Tag ist. Später kommt nochmal eine nette Einteilung bei den Abgaben, die ist hilfreich, aber Leute wussten schon durchaus, welcher Tag ist. Das wurde ihnen ins Gedächtnis gerufen. Frage von Bete Water, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mich würde interessieren, wie man im Mittelalter ohne Wecker pünktlich aufsteht, beziehungsweise haben sie einfach auf Befehl ihres Körpers gehört und sind aufgewacht. Wir reden nicht von Kleinfamilie. Also heute das Problem, ich verschlafe, ist wieder Single oder Kleinfamilie. Je größer die Familie ist oder Familia ist, die unter einem Haus wohnt, umso wahrscheinlicher wachen die Leute auch zur richtigen Zeit auf. Da Sonnenaufgang oft die Aufwachzeit ist, reicht es einfach, Licht durchs Fenster zu haben. Außer es steckt Strom im Fenster, ich weiß. Aber ich glaube, wenn genug Leute zusammen sind, dann wacht einer zur richtigen Zeit auf. Und wenn, er muss ja nicht auf die Uhr gucken, er muss sehen, draußen ist hell, dann weckt er den Rest der Familie auf und das Haus erwacht. Ich glaube tatsächlich, dieses Ich verschlafe ist ein Problem der kleinen sozialen Gruppen. Je größer die soziale Gruppe ist. Ich habe eine Tochter, ich weiß, wovon ich rede, wobei ich jetzt gerade so der Umschwung, mittlerweile schläft sie länger als ich. Bisher war es immer so, dass sie kürzer geschlafen hat. Also in den letzten 10 Jahren wüsste ich nicht, dass ich mal keinen Wecker gehabt hätte, wenn ich verschlafen hätte. So, das war die erste Hälfte dieses Fragen-Antworts-Videos. Es ist tatsächlich am Ende so viel geworden, dass ich mich entschlossen habe, es in 2 Stücke zu trennen. Ich werde die aber beide in derselben Woche bringen. Das heißt, wenn dieses Video jetzt fertig ist, am nächsten oder übernächsten Tag wird direkt der zweite Teil kommen. Also nicht irgendwie auf 2 Wochen verteilen. Aber ich denke mal, eine gute Stunde Fragen-Antworten am Stück reicht erstmal. Und von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken, den Kanal abonnieren, ihr kennt das alle. Mir einen Spezi ausgeben über Ko-fi oder mich auf Patreon unterstützen. Ansonsten sehen wir uns sehr, sehr bald mit dem zweiten Teil wieder und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.